Dieser Wächter war mehr als würdig. Aber es gab noch so viel zu erledigen. Die Wikinger waren dabei, die letzte Zuflucht der Eisernen Legion in Aschfeld zu zerstören. Meine Schwarzenfels-Legion sollte sie retten. Okay. Und dann einfach ein schönes Moment. Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play For Ordinaire auf der PlayStation 4 Pro Story Level. Du gewinnst an Story-Erfahrung und steigst in deinem Story-Level, indem du Missionen spielst und wiederholst. Wiederholen? Warum soll ich dich wiederholen? Warte mal. Gibt es irgendwann Missionen, wo du ein Story-Level haben musst? Alter, das wäre scheiße. Das wäre echt scheiße. Dass du dann irgendwelche Story-Missionen wiederholen musst, aber du ein Mindestlevel erreichst. Alter, das wäre scheiße. Wenn du einen Aufwand steigst, schaltest du neue Gaben oder Gabenstufen frei. Ich weiß gerade, dass du mehr Punkte verdienst. So, wir spielen übrigens auf Schwierigkeitsgrad nochmal. Du kannst dir deinen aktuellen Fortschritt ansehen, den du da drückst. Okay. Ist doch Level 3. Wie viele Level gibt es? Ach du Scheiße. Okay, 30. Okay. Wir machen aber trotzdem nur weiter. Auf Schwierigkeitsgrad normal, warte mal. Wow. Wir machen auf normal. Ich bleib auch normal. Let's go. Was denn jetzt? Vor der Mission kannst du. Achso, die Gaben auswählen. Welche Gabe nehme ich denn? Na, ich habe eh noch. Ich habe noch keine andere. Schön. Schön, wenn man auswählen kann, aber nichts zum Auswählen hat. Purer Luxus. Purer Luxus. Und bleibt draußen. Was? Warum nennt man ein Kapitel so? Ich glaube, ich nenne die Folge einfach mal so. Lol. Da wird einfach keiner versteht, für was, wieso die Folge so komisch heißt. Und bleibt draußen. Einfach nur und bleibt draußen. Nicht. Genau, ich glaube, so nenne ich die Folge, wie ich das nicht vergessen sollte. Holy shit, Mann. Der Ladebildschirm geht aber ganz schön lange. Es gibt viele Legionen. Und die Eiserne Legion ist die größte von ihnen. Doch in Aschfeld stand die Eiserne Legion kurz vor ihrem Untergang. Ihr Kommandant, Stone, brauchte eine Armee. Holden Cross schickte mich. Schwarzenfels! Wo bleibt unsere Verstärkung? Das bin ich. Ist das ein Scherz? Öffne das Tor! Führt uns an, Schwarzenfels! Viel Glück! Die Schlacht war schon so gut wie verloren. Das musste ich ändern. Alter, sieht das geil aus. Ich mag Massenschlachten. Also wirklich, Massenschlachten machen Spiele viel besser. Warte mal. Rupp. Aber ich gebe euch. Wow, was ist das denn gerade für ein Zicker-Move? Vorrücken! Schlag sie zurück! Aber komm schon, geht doch. Nice, easy. Oh mein Gott, mir ist gerade wieder eingefallen, dass ja jetzt die neue Season in For Honor gestartet ist. Da gibt es ja wieder neue Ritter, die man freischalten kann. Oh, das wird geil. Ich finde immer nur scheiße, dass man 15.000 von diesen komischen Credit-Punkten braucht, um einen neuen Charakter freizuschalten von den Season Pass-Charakteren. Wir mussten die Flanken zurückerobern. Warte mal. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Eine Sekunde. Das ist eine Karte aus dem Mehrspieler-Modus. Kriegsmaschinen. Viele von ihnen nutzen Baupläne, die wir nicht voll und ganz verstehen. Okay. Techniken über Generationen weitergegeben, doch die Theorien dahinter vergessen. Dennoch funktionieren sie. Wir müssen alle Wikinger töten und die Garnison erobern. Einfach, ey, was ist gerade am Rehm? Linke Schalt, bam! Schlag die Fresse. Jawohl. Easy. Also Mehrspielermodus ist das definitiv schwerer als hier gerade. Die Garnison hilft uns, Verstärkung zu sammeln. Warte mal, das sind feindliche Bogenschützen, ja? Was war das gerade? Wer zum Teufel hat die gerade so geschrien? Habt ihr das gerade gehört, dieses... Ich find's schade, dass es im Mehrspielermodus hier nicht noch Bogenschützen gibt. Alter, Bogenschützen wären echt cool. Und? Nice. Ding. Du hast etwas Stahl gefunden. Kastenstahl. Der gut, der wird zwar beim ersten Mal schon nicht witzig.
Warte mal. Nee, du bist Verbündeter. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ey, was geht ab, Boys? Ey, ich war gerade mitten im Angriff, hallo? Greife mit dem richtigen Timing, verfügt über verknüpfte Animationen. Was? Richtigen Timing, verfügt über verknüpfte Animationen. Okay. Oh shit. Jetzt wieder hier ein kleiner Boss-Charakter. Oh. Ein Boss-Minion, lol. Aua. Gib dir einfach trotzdem ein paar Bretter mit. Alter, ich hoffe nicht, dass es hier irgendwann wirklich noch so eine schweren Charaktere, so eine Bots gibt wie Mehrspielermodus. Weil im Mehrspielermodus gibt es Bots, die sind so stark, da kommt kein anderer Spieler ran, weil die blocken einfach jeden von deinen Angriffen. Die sind fucking retarded, ich sag's euch. Ich habe schon mal mit gegen Bots gespielt, die ersten Runden. Einfach um reinzukommen wieder, ne? Und da hatte ich einfach Gegner, die, also Bot-Gegner, die Bots gespielt wurden. Die haben einfach so hart ausgeteilt, das war der Wahnsinn. Bing. 2 von 5. So, ich denke mal, ich versuche die ganzen Dinge einzusammeln. Mal gucken, wie viele es davon gibt. 5 Stück habe ich ja schon gesehen gehabt, aber egal. So ist der Mehrspielermodus. Du siehst, ein Kumpel kämpft gegen den anderen, du rennst einfach hin und tötest ihn ganz schnell. So ist der Mehrspielermodus. Genauso, nicht anders. Jeder, der euch was anderes erzählt, lügt. Genauso ist der Mehrspielermodus. Du hast irgendeinen Typen, der so wie ich gerade komplett verplant rumrennt und nicht weiß, was er machen soll, irgendwelche Kisten kaputt schlägt. Und dann hast du einfach Typen, die kämpfen zu dritt gegen einen. Mit R hat das hier nicht, hat das Spiel, ehrlich gesagt, im Mehrspielermodus nicht viel zu tun, es sei denn, du spielst 1 gegen 1 Duell. Und wo du da auch andauernd hast, dass irgendwie der Kollege, wenn er schon dein Teammate getötet hat, auch noch hinterherkommt. Und du dann 2 gegen 1 kämpfen musst. Leider. Ey, für Minions töten! Läufe, selbst für Minions bekomme ich 5 Punkte oben zum Level. Ich könnte eigentlich die ganze Zeit hier stehen im Level. Das wäre ein bisschen langweilig. Ich will die Story weiterbringen, indem ich hier random in die Luft schlage. Jetzt kommen mal alle her hier. Ich brauche mal wieder einen richtigen... Yeah, genau sehen. Ich muss die Schützen erobern. Achso, siehst du, was ich hier mache? Bringt eigentlich, glaube ich, gar nichts, ne? Ach, egal. Komm, wir gehen jetzt mal erst und machen mal ein bisschen... Wir bringen mal die Story ein bisschen voran. Haben die gerade echt zu zweit gegen Minions gekämpft, Alter? Fuck my life. Ja, auf nach oben. Ich find's komisch, dass hier ab und zu so Sachen sind, die du so einsammeln kannst. Warum lässt sie mich hier einfach so hochklettern? Die hätten einfach einfach die Leiter umtreten müssen, da wäre ich unten geblieben. Der wäre sogar damit getötet wahrscheinlich. Naja, jetzt töten wir die. Wow. So, jetzt zeige ich euch mal meinen Mehrspieler-Skill. Was? Hallo, bist du bescheuert? Was machst du da? Du sollst den und dann runter damit. Genau das. Wir müssen die Wikinger besiegen, wow, um die Stellung einzunehmen. Mehrspieler-Skill unleashed. So wird. So spielt man gegen andere Spieler im Mehrspieler-Modus, by the way. Schützen müssen da weg. Easy. Ihr schnappt euch den Gegner und tretet den runter. Genauso spielt man das Spiel im Mehrspieler-Modus. Also wirklich, das spielt man wirklich so. Das sage ich euch jetzt nicht nur so. Du guckst deine Umgebung an und dann einfach den effektivsten Weg, um Leute zu töten. Nur noch eine letzte Stone war ein Eroberer. Und einer der besten, den ich je sah. Schade, dass es sowas nicht im Mehrspielermodus gibt. Der war auch ein bisschen OP. Stell dir mal vor, ihr kämpft unten, auf einmal steht hier oben so ein Typ und der schießt einfach die ganze Zeit. Na guck mal, ich muss einfach draufhalten und kill einfach die Gegner. Boom. Boom. Die Mission muss man sich merken. So oft realistisch, du stehst dann hier oben, deine Mates kämpfen unten, du stehst einfach hier und schießt die ganze Zeit nur. Ich meine, du hast unendlich Munition. Du kannst easy deine Level dann farmen. Okay, dann machen wir weiter. Kein Bock mehr. Irgendwo müssen noch Fässer sein, die ich kaputt schlagen kann. Junge, chill mal dein Leben. Kommt er einfach in die Kamera reingesprungen und schreit wie so bescheuert, ey. Irgendwo muss noch was sein, was ich kaputt schlagen kann. Eins fehlt mir noch. Okay, ich werde die Folge jetzt ein bisschen in die Länge ziehen, bis ich das Ding gefunden habe, was ich noch kaputt schlagen kann. Hier oben ist es auch nicht. Wo sind die Fässer, die ich kaputt machen kann? Nicht nachlassen!
Ist auch noch eine Bombe. Okay. Nee, warte, hier war ich schon. Oh, da wollte ich gerade runter. Da machen wir mal lieber doch nicht. Da, warte mal, da leuchtet. Ah, da. Hier, genau hier. Na, komm schon. Hallo. Alter, du musst auch schon einsammeln, ne, wenn du schon drüber rennst. Ding. Wann bekomme ich eigentlich dafür mal eine Trophäe? Wir machen jetzt mal ein bisschen Hände, ne? Wir müssen uns jetzt langsam mal ein bisschen beeilen. Ich renne die ganze Zeit im Kreis runter, das bringt mich jetzt auch nicht voran. Rip! Boom! Jetzt bekommen wir 50 Punkte dafür, dass ich zwei Helden gerade getötet habe mit einem Angriff. Boah, come on, Spiel. Come on. It's a Rippening. Easy. Ich find's geil, dass man hier wenigstens noch weiterrennen kann, weil die Mehrspielerkarte ging nicht so weit, wie ich jetzt schon bin. Die hörte hier auf. Weil sagen wir so, hier war der Spawn von den Gegnern. Warte, was? Aber du kommst genau richtig. Ich habe gerade den ganzen Kumpels getötet gehabt. Lol. Alter. Ich habe dich gerade geblockt, yo. Du kannst nicht deine Deckung, du Spreche, angreifen. Check this out. Alter. Ey, willst du mich irgendwie... Willst du mich rollen? Du bist eh sterben gegen mich. Du hast keine Chance. Gib einfach auf, okay? Boah, ich mag den Move. Der ist zwar scheiße brutal. Oh, scheiße geil. Na, wer will jetzt auf die Fresse, hä? Nicht schlecht, Schwarzenfels. Wahrlich, nicht schlecht. Obwohl ich das sicher auch allein geschafft hätte, aber... Oh yeah, Belohnungen! Alter, irgendwann werde ich noch heiser von dem Scheiß. Level 4 im Singleplayer-Modus, das bringt mir eine Menge. Level 5 im Mehrspieler-Modus, das bringt mir noch viel mehr im Mehrspieler-Modus. Oh Mann, das ist so sinnvoll hier, was ich hier mache. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir beenden hier die Folge, wir sehen uns in der nächsten. Bis dann, Leute, wir sehen. Tschüss.